Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Tja, warum steckt der Strauß den Kopf in den Sand? Interessante Frage mit einer verblüffenden Antwort. Er tut's nämlich gar nicht. Noch nie ist irgendwo ein Strauß gesehen worden, der den Kopf in den Sand steckt. Der Vogel scheint längst nicht so dumm zu sein wie wir Menschen, die alle möglichen Redewendungen ungeprüft nachplappern. Wie der Irrtum zustande gekommen sein könnte, begründet der berühmte Zoologe Bernard Grzimek so. Der Strauß legt sich zur Tarnung mit flach ausgestrecktem Kopf auf den Boden, dann sieht es so aus, als wäre der Kopf verschwunden. Schon die alten Araber haben daraufhin das Märchen vom Kopf im Sand verbreitet und alle möglichen Geschichtsschreiber haben die Story abgekupfert. Aber jetzt sind wir ja wieder ein kleines bisschen schlauer. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.